Das kannst du wem anderen erzählen. Zieh dich an und zieh Leine, du Versager. So ein Schlappschwanz. Und ich, blöde Kuh, werde... Ah! Wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Wer? Ich? Ja, Sie. Geheimsache. Ihr Mann ist doch ein hohes Tier beim geheimen Nachrichtendienst des Heeres. Na, und was hat das Ganze mit mir zu tun? Das dürfte ich Ihnen ja gar nicht sagen. Aber er befürchtet, dass er selbst auch überwacht wird. Die Woche Zeitungen hat geschrieben, er stehe wie eine Felse in der Brandung. Unerschütterlich. Jede Versuchung, er halte stand. Aber Sie dürfen doch keinen Alkohol trinken, Herr Major, wegen der Medikamente, die Sie einnehmen. Wer sagt das? Na, Ihre Frau. Sie hat mich beauftragt, während Ihrer Abwesenheit darauf zu achten, dass Sie keinen Alkohol zu sich nehmen. Ach, Weiber Tratsch. Prost, Herr Adjutant. Da stehen Sie stramm, wenn Ihr Vorgesetzter schluckt. Ja, auch für diesen Spion. Red doch nicht. Hast du nicht gemeint, dass wir dich so schnell enttarnen? Ha? Red doch nicht so einen Unsinn daher. Was soll denn das überhaupt? Wie soll ich mich erholen, wenn ich gebinne? Wenn ich gebinne, ich bin tot. Ja, dann ruf noch einen an. Oh, no, 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 nichts rufen, so Tor in diese Hause. Oh, das ist eine Katastrophe. Hallo, da liegt einer. Wer, wo? Hier auf der Britsche. Ja. Ein Verwundeter. Gefangen nehmen. No. Aber der läuft uns doch nicht davon, so wie der ausschaut. Ja, wollen Sie eine Befehlsverweigerung? Das kostet 3 Wochen Bau. Wer hat wohl gefangen nehmen? Halten Sie ihn fest. Hilfe! Auch mit diesen Spüren, das kennt man doch. Bitte, Signora, Sie müssen mir helfen. Signora, Sie haben so wunderschönes, braunes Augen, wie die Sterne in die Nacht der Himmel. Sie Schmeichler, Sie. Hallo, Manni. Hä? Kennst du mich nicht mehr? Nein, nein. Ich bin's doch. Nein. Die Belli, mit die Balli. Nein, nein, nein. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich gehe jetzt wieder in meinen Wohnung. Sei doch fast Spielverderber. Leist mir doch noch ein bisschen Gesellschaft. Wenn Sie mir diese Aufnahme geben würden und sagen, dass Sie eben keine gefunden haben, was würde das denn kosten? Sie sind ja sehr begierig auf diese Wanzen, was? Ach so? Haben wir das nicht? Dabei hast doch du immer gesagt, dass es mit mir am allerschönsten ist. Du Lügner! Verstehst, schrei nicht so laut! Wo ist meine Frau? Dieser Duft, der sich in meinem Exerzierzimmer breit gemacht hat, hier kann man doch auch so bekannt vorkommen. Ja, da sind ja meine Bällchen hier. Er hat sie mir aus meinem Bett entführt. Oh.